Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen hier in Karls Erlebnisdorf in Warnsdorf, direkt an der Ostsee gelegen. Das Erlebnisdorf haben wir besucht, nachdem wir im Vogelpark Niendorf waren. Das sind nur ein paar Straßen weiter und man ist ruckzuck da. Wenn ihr unsere beiden Teile über den Vogelpark in Niendorf noch nicht gesehen habt, dann drückt doch mal oben rechts aufs Info-I und schon wird euch angezeigt, wie ihr zu Teil 1 kommt. Nun wollen wir uns aber erstmal wieder um Karls Erlebnisdorf kümmern und ich würde sagen, ihr schaut euch unser kleines Video einfach mal an. Wie ihr eben gesehen habt, seid ihr gleich nach Betreten des Hofes auch schon im Verkaufsraum drinne. Hier könnt ihr alles kaufen, was das Herz begehrt. Unter anderem auch selbstgemachte Bonbons, wo ihr sogar beim Herstellen zugucken könnt. Oder aber auch Kaffee, Tee, Hundetee, Wurst. Für mich das allerbeste immer ist der Erdbeerkuchen. Der Erdbeerkuchen ist wirklich super lecker und ja, ein Stück Erdbeerkuchen muss einfach sein, wenn wir hier sind. Und wir waren nun zum zweiten Mal hier. Und da ist auch schon der leckere Erdbeerkuchen. Wenn ihr mal hier seid, müsst ihr den unbedingt probieren. Und hier beginnt dann auch schon der Spielbereich für die lieben Kleinen oder für diejenigen, die sich noch jung fühlen. Wegen der Corona-Lage war hier alles als Einbahnstraße ausgeschildert. Aber ihr werdet es sicher selbst erraten, das hat natürlich nicht immer geklappt.
Dass eine Pommes mal genauso teuer wie eine Currywurst ist, hätte ich vor ein paar Jahren nicht gedacht. Aber hier ist es möglich. Nachdem wir wieder in den Bauernmarkt gingen, ging es für uns erst einmal auf die Toilette. Diese waren wirklich sehr, sehr schön, nur die Sauberkeit ließ doch sehr zu wünschen übrig, wie auch einige User von TripAdvisor meinten. Ja, und als wir von draußen dann wieder reinkamen, mussten wir auch einmal durch den Shop laufen. Hier konntet ihr, wie vorhin schon gesagt, alles kaufen, was das Herz begehrt. Natürlich zu etwas überhöhten Preisen, wie ich fand. Wir hoffen, das Video gefällt euch bis hierher und wenn es so ist, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet und wenn ihr keinen Film mehr verpassen wollt, dann aktiviert doch einfach die Glocke. Wenn man vielleicht schon mal ein Fazit ziehen möchte, so kann man sagen, der Erlebnishof ist ganz nett. Ich fand mehr aber auch nicht. Die angebotenen Produkte sind zu 90% total überteuert. Und ja, an der Sauberkeit der Toiletten muss dringend was gemacht werden, falls es nicht schon seit unserem letzten Besuch im Juni 2021 passiert ist. Ansonsten, um mal kurz vorbeizufahren, ein Stück der wirklich leckeren Erdbeertorte bzw. Erdbeerkuchen zu essen und eine Tasse Kaffee zu trinken, dafür ist es wirklich ganz okay.
So langsam kommen wir zum Ende unseres kleinen Videos. Wir hoffen, der kleine Film hat euch gefallen und ihr hattet ein wenig Spaß dabei. Wenn es so ist, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt oder werdet gesund.